Bei der Trüffelsuche ist es zunächst einmal wichtig zu prüfen, ob ein Standort kalkhaltig ist oder nicht. Ja, dazu nimmt man eben verdünnte Salzsäure. Und wenn ich jetzt dann Tropfen drauf mache und das fängt an zu schäumen, dann heißt das, dass das kein saurer, sondern alkalischer Boden ist. Ja, und da können wir ja schön sehen, dass das wunderbar schäumt. Ein alkalischer Boden. Hier können wir also mit bestimmten Trüffelarten rechnen.